Ja, seht es euch an, Leute. Das Dorf Kamiki wurde wiedergeboren. Es ist alles wieder in Ordnung, mehr oder weniger. Wir haben nämlich auch noch im Himmel eine Sonne gemalt, auch mit dem göttlichen Pinsel natürlich. Und dadurch ist jetzt der Himmel wieder blau geworden, die Sonne scheint und die Menschen sind nicht länger versteinert. Und ja gut, ich habe jetzt hier vorhin nochmal kämpfen können. Hier liegt immer noch der arme Herr Mandarin rum, dem irgendwie scheinbar nicht zu helfen ist. Ja, hey, nicht sehr etwas Respekt gegenüber den Älteren. Ach komm schon. Kann man doch ein bisschen ärgern, oder? Zum Beispiel den Typen kann ich auch hier. Zack! Höhe, Vorsicht! Kann man eigentlich bei fast jedem hier machen. Okay. Ja, und ich habe auch schon meinen allerersten Dämonenzahn bekommen durch so einen Kampf. Könnt ihr hier auch mal gucken, hier rechts, ne? Mein erster Dämonenzahn. Von denen sollte ich auch ziemlich viele im Spiel sammeln, weil es gibt ein paar gewisse Personen im Spiel, die mir besondere Objekte dafür anbieten. Deswegen sollte ich da so viele wie möglich sammeln und das werde ich auch. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal nach den Dorfbewohnern erkundigen, wie es denen jetzt geht. So, wen haben wir denn hier? Wer ist das denn? Oh Gott, wie sieht die denn aus? Ich habe jetzt aber genug. Ich weiß nicht, ob das ein streunender Hund oder ein Monster oder was weiß ich war, aber irgendjemand verwüstet immer mein Feld. Rumzuwandern und Löcher mit der Dreiecktaste zu buddeln, das treibt mich in den Wahnsinn. Wenn ich dich dabei erwische, wie du hier gräbst, dann fängst du dir aber eine. Okay. Dann werde ich das vielleicht lieber mal lassen. So. Hey, hier ist ein anderer Hund. Der kann voll den Schwanz ziehen. Hier so aufnehmen. So, weg mit dir. Kann voll den Hund ärgern. So, wer bist denn du, Kleiner? Ein weißer Wolf? Jetzt wird's ja mal ganz komisch. Sieht aus wie ein kleiner, schwacher Lümmel. Glaubst du, du könntest meinen Hund Hayabusa schlagen? Nun, was hältst du davon? Da gibt es dieses Feld, um das sich meine Mama kümmert. Siehst du? Nun, Hayabusa konnte 9 Rettiche am Stück ausgraben, während meine Mama ihn jagte und versuchte, ihm eine zu verpassen. Es gibt 10 Rettiche auf diesem Feld. Hayabusa ist fixiert darauf, alle 10 zu kriegen. Okay. Genau, und wenn immer so eine Person noch so ein grünes Dreieck über den Kopf hat, dann haben die noch mehr zu sagen. Also sollten wir gleich nochmal mit dem Jungen reden. Glaubst du, du schaffst es, aus dem Feld meiner Mama alle Rettiche zu holen? Aber vergiss nicht, du musst vermeiden, von meiner Mama eine verpasst zu bekommen. Ich werde eingestehen, dass du der bessere Hund bist, wenn du es schaffst. Ach, sie wird versuchen, uns eine zu verpassen? Nicht so ganz meine Vorstellung von Unterhaltung, Emi. Zumindest hast du deinen göttlichen Pinsel und deine starken Pinselstreiche. Vor allem, wie der Junge heißt, der heißt doch tatsächlich Mushi. Und das hier ist, wie gesagt, Mushis Mama. Also, das ist hier... Was willst du denn hier? Verpiss dich. So, hier von dem Hund weggebasht. Na, willst du dich mit mir anlegen, hä? Willst du? Fängst du gleich eine hier. Also, das ist jetzt hier ein kleines Minispiel, was ich machen werde. Die ganzen Rettiche ausgraben. So, Achtung. Verbraucht Rettich. Knuspriger Rettich füllt den Magen. So, jetzt ist die allerdings sauer. Jetzt muss ich vor ihr weglaufen, damit sie mir keine runterhaut. Ist ein bisschen brutal, aber es ist halt so. Also sie darf mir keine verpassen, so, aber sie gibt relativ rasch wieder auf. Und wenn sie das macht, kann ich gleich den nächsten Rettich ausgraben. So, das hat sie gar nicht gesehen. Das hat sie gar noch einen ausgraben hier. Ja, was ist denn hier? Zuck mich gleich aus hier. Was ist denn da los? Ich grab doch nur noch ein bisschen Gemüse aus. Ist doch nicht verboten. Ich glaube, ich sollte mich beeilen, weil die Sonne geht gleich unter und ich glaube, das muss man ja tagsüber schaffen. Lalalalalala. Hier ein bisschen graben. Daneben. Hast mich verfehlt. Du dicke Tante, du. Ernsthaft, Mushis Mama. Ich meine, was sind das für Namen? Dann wird immer Dampf ablassen, wenn die sich ärgern, ne? Und ich glaube, ich darf ja auch das Feld hier nicht verlassen, weil sonst gilt das, gilt die Aufgabe als nicht geschafft. Los, geh weg von mir. So, nächsten Rettich. Komm schon. Ja, Nummer 6. Hey, was machst du da hier? Meine schönen Rettich hier. Wow, 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 wow. Vorsicht. Also eigentlich ist es eh ganz einfach. Man muss immer nur so lange weglaufen, bis sie aufgibt, also bis sie die Puste ausgeht, so wie jetzt gerade. So, nächster Rettich. Die Nummer 7. Wie gesagt, wenn sie mir nur einmal eine runterhaut, dann habe ich verloren. Dann kann ich das Ganze nochmal machen.
Das wird doch nicht so toll. So, los, geh weg. So. Ram, 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 ram. Meine schöne Rettiche hier, das Ganze so. Vor allem, was hat die bitte auf dem Kopf? Ist das ein Eimer Wasser oder was ist das? Oh, da kommt sie, da kommt die Fette. Jetzt wieder nicht. Jetzt bleibt sie wieder hier so stehen. Ne? Ich habe mich wieder beruhigt. Jetzt muss ich wieder auszucken hier. Verdammt nochmal. So, und jetzt Achtung. Der 10. Rettich ist hier. So, los, komm. Komm schon, das schaffen wir doch. Das ist doch eh easy peasy. Ja. So, der 10. Rettich. Aha. So. Ich glaube, jetzt muss ich aber nochmal weglaufen. Ich habe hier gerade jetzt nämlich irgendetwas anderes ausgegraben. So, aufnehmen. Das bringe ich jetzt zu ihm. Gegeben, seltsamer Rettich. Hey, das... Der seltsame Rettich, nachdem Hayabusa und ich gesucht hatten. Das bedeutet, du hast Hayabusas Rekord gebrochen und alles im Rettich ausgegraben. Verdammt nochmal! Gut, du bist der bessere Hund. Auf jeden Fall fühlt es sich gut an, ein neues Ziel gefunden zu haben. So, ich bekomme 7 Glückspunkte dafür. So wieder ein bisschen Erfahrung. Also man sollte wirklich jeden hier helfen oder halt das machen, was sie wollen. Und dann wird man oft mit Glück belohnt. Und das brauche ich, wie gesagt, eben um meine Attribute zu verbessern. So, seht mal, da oben ist eine Truhe. Ich glaube, an die komme ich ja noch nicht ran, oder? Ah, doch. Oder? Nein, doch nicht. Moment mal. Komm schon. Ah, doch, es geht sich aus. Ha, so, was haben wir hier? Erhalten Exorzismus S. Papier mit heiligen Formeln verursacht geringen Schaden. Kann ich im Kampf verwenden. Gibt es in 3 unterschiedlichen Stärkegraden. So, was ist denn hier? Eine alte Frau, die Wäsche wäscht. Die singt doch noch nie. Frau Mandarine. Ein weißer Wolf, das ist aber ein seltener Anblick. Bist du aus den Bergen runtergekommen, um mit uns zu spielen? Nun, sei lieber vorsichtig. In letzter Zeit werden die Leute aus dem Dorf von einigen Monstern angegriffen. Weißt du überhaupt, mit wem du da sprichst, Großmutter? Das hier ist die wiedergeborene Shiranui. Der Wolf und ich werden uns darum kümmern. Diese Monster sind Geschichte. Nun, wenn das mal nicht ist, so ist denn der reitet auf einem Wolf? Dieser ähnelt schon Shiranui, besonders die Nase. Naja, ich sollte mal lieber weiterarbeiten. So, aber seht ihr? Auch sie hat wieder was zu sagen. Bist du hier, um dir das Geschwätz einer alten Frau anzuhören? Nun, ich habe gerade Wäsche gewaschen, aber als ich sie trocknen wollte, bemerkte ich, dass meine Wäschestange weg ist. Ach, was soll ich nur tun? Hätte noch mehr zu sagen. Okay. Wo ist bloß diese dumme Stange hin? Wie konnte so etwas Wichtiges wie die Stange so einfach verschwinden? Sie vermisst etwas, das eigentlich da sein sollte, oder? Du solltest sie aushelfen, Fellknäuel. Ja, und das kann ich mal wieder. Mit dem göttlichen Pinsel und der Technik Restauration. Man muss nämlich hier bei diesen 2 Hölzern einfach einen Strich dazwischen malen. So, ein paar Mal hin und her pinseln und jetzt Achtung. Da ist sie wieder. Eine neue Wäschestange? Ach du meine Güte, woher ist die denn gekommen? Die Götter müssen meine Gebete erhört haben, wie wunderbar. Zeit, die Wäsche zu waschen. Nun, ich bin froh, die Wäsche aufhängen zu können, aber die Sonne scheint in letzter Zeit immer so wenig weit zu kommen. Vielleicht mag sie nicht die ganzen Monster, die hier lauern. Wenn sie doch nur näher wäre, dann wäre meine Wäsche sofort trocken. Meine Wäsche wäre sofort trocken, wenn die Sonne nur von etwas näher her scheinen würde. Du hast die Dame gehört, sie möchte Sonne. Zeit, du weißt schon was einzusetzen. Ganz genau. Bei meiner Seele! Die Sonne steht auf einmal so nah. Meine Wäsche wird sehr schnell trocken sein. Erst meine Stangen und jetzt das. Hören denn die Wunder gar nicht mehr auf? Vielleicht sollte ich ein paar Kirschkuchen als Opfergabe an die Sonne machen. Komm heute Nacht wieder, wenn du auch welchen haben möchtest, Schneeball. Niemand macht besseren Kirschkuchen als ich. Sie lassen einen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Yeah, und das gab wieder 7 Glückspunkte. Ja, ich sage, mit diesem göttlichen Pinsel, da kann man so viel machen. So, hier drüben ist auch noch eine sehr, sehr wichtige Person. Nun, was für ein gut aussehender Wolf. Wie lautet dein Name? Meiner ist Kushi. Schön, dich kennenzulernen. Sagebrauerin Kushi. Du arbeitest wieder in den Feldern, nicht? Isun, bist du mit dem Wolf zusammen?
Hier wächst der Reis, aus dem ich meinen Sake braue, weißt du? Aber ich muss die Ernte ganz alleine einbringen. Das ist harte Arbeit. Vielleicht sollte ich auch dieses Jahr Susanne bitten, mir zu helfen. Oh, hört euch bloß mein Geschwätz an. Ich kann einfach nicht aufhören. Emmy, ich glaube, du hast hier eine neue Freundin gefunden. Du wirst viele Leute treffen, die so mit dir reden. Du solltest ihnen zwei oder sogar dreimal reden, weil du ein Gott bist und so kannst du ein Dreieck über ihren Köpfen sehen, wenn du mit ihnen sprechen solltest. Das bedeutet, dass sie noch was zu sagen haben. Manchmal sind es sogar wichtige Informationen. Vielleicht murmeln sie nur zu sich selber, aber es lohnt sich zuzuhören. Ja, habe ich eben vorhin gerade erklärt, wenn so ein Dreieck über den Kopf erscheint, dann haben sie noch mehr zu sagen. Also hören wir nochmal zu. Susanne ist ein Nachbar von mir. Er ist ein wenig ungewöhnlich, aber er läuft überall herum mit einem riesigen Schwert auf dem Rücken. Er übt immer damit. Man sagt, er sei ein direkter Nachfahre des legendären Helden Nagi. Und er liebt auch den Sake. Er kommt oft vorbei, um Melken zu kaufen. Sag ihm Hallo, wenn du Susanne siehst. Ich denke, er könnte einen Freund gebrauchen. Er ist immer alleine. Okay. So, und seht mal, hier ist auch etwas nicht ganz in Ordnung, nämlich das Mühlenrad. Dieses Wasserrad ist schon seit langer Zeit kaputt. Naja, wie könnten wir wohl etwas reparieren, das kaputt ist? Willst du denn nichts deswegen unternehmen? Du sollst doch ein Gott sein, oder? Na klar doch, das werde ich dir hiermit beweisen. Was ist das? Die Mühle ist wieder in Ordnung. Wer zum Himmel hat das getan? Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, wieder Sake zu machen. Aber jetzt kann ich den Reis endlich vorbereiten. Nun, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Ich fange mal besser an. Okay, das gab zwar jetzt gerade keine Glückspunkte für mich, aber das musste ich sogar machen, damit es in der Story ein bisschen weitergeht. So, Kushi ist jetzt nämlich nicht mehr hier draußen. So, warte mal, hier haben wir eine Melone. Kann ich nämlich auch zerschlitzen. Zack. Verbraucht Wassermelone. Süße, saftige und fruchtige Süßigkeit. Füllt den Magen. Okay, hier haben wir noch ein paar andere Sachen. Oh, hier haben wir sogar Hühner. Die kann ich auch füttern, wenn ich noch mehr Futter hätte. So, hier. Schwupps. Verbraucht Weißrübe. Ganz weißes, kugelförmiges Gemüse. Füllt den Magen ein wenig. Okay, und worauf man in meinen Augen nicht unbedingt gleich kommt, aber man kann sogar das da oben kaputt machen. Hier, passt mal auf. Kraftschreich. Alter. Verbraucht Kamiki-Mandarine. Diese saftige Mandarine ist der Stolz von Kamiki. Füllt den Magen. Ist das nicht geil? So, hier, Haus der Ältesten. Herr Mandarin lebt hier, er ist recht prominent im Dorf. Ja, das ist wohl wahr. Den haben wir ja da oben gesehen. Der liegt da irgendwie immer noch rum. Dem ist anscheinend dabei noch nichts wirklich zu helfen. So, da drüben ist außerdem noch eine Insel. Ich weiß gar nicht, komme ich da jetzt eigentlich schon direkt hin? Müsste eigentlich klappen. Weil es gibt hier so viele versteckte Sachen. Seht mal, hier ist wieder was vergraben. Also das habe ich gemeint. Wenn hier so ein kleines Stückchen aus der Erde rausguckt, dann ist hier immer eine Schatzruhe vergraben. Bams. Erhalten Holzbeer. Aus Holz geschnitzt. Sieht doch beeindruckend wie das Original. So, ich habe gerade meinen allerersten richtigen Schatz gefunden. Da gibt es auch jede Menge verschiedenste Schätze im Spiel. Und die bringen uns natürlich ziemlich viel Geld dann ein, wenn wir sie verkaufen. Hier ist noch eine Truhe versteckt. Erhalten Libellenperlen. Einzigartig geformte Perlen, die in vielen Farben leuchtet. Sehr schön. Ist doch cool. Habe ich schon mal zwei Schätze hier gefunden. Also, ich wusste natürlich, dass das hier ist, aber hey. Trotzdem gut. So, und schwimmen wir wieder zurück an Land, so, ans Ufer. Okay, was kann ich denn noch alles machen? Ich könnte zum Beispiel jetzt mal hineingehen in das Haus hier. Weil Kushi müsste jetzt eigentlich da drin sein. Ja, da ist sie. Du bist daran interessiert, wie man Sake braut, nicht wahr, Schneeflocke? Nun, das hier ist zum Reinigen des Reis, siehst du? Oh, ich sag dir was, ich habe hier etwas, das du bestimmt magst. Es sind ein paar Reste aus dem Geschäft, aber ich habe es selber gemacht. Man nennt das Aussicht der Götter. Oh, aber bist du denn schon alt genug, um zu trinken, Schneeflocke? Alter, voll mal Sake bekommen, sowas haben wir hier noch. Verbraucht Reisbälle.
Reisball in Seetang eingewickelt, füllt im Angerweg. Ja, das ist was ganz Klassisches. Und ja, was haben wir hier noch verbraucht? Reissack. Reissack aus Stroh gebunden, füllt den Magen, Alter, was wir alles hier verputzen können. So, das muss ich sogar mitnehmen. Das brauche ich. Für jemand ganz bestimmten hier im Dorf. So, warte mal, hier haben wir ja wieder so einen Spiegel, da werde ich vielleicht mal speichern. Hm? So, warte mal, das kann man, ja, kann man noch abwerfen. Dann werde ich erstmal wieder speichern. So, überschreiben. Ja, und jetzt seht ihr da schon drei Tiere, weil ich schon drei Pinseltechniken drauf habe. So, speichern erfolgreich. Wow! Schon fast 2 Stunden, das ist ja richtig krass. Okay, wo ist... Oh, jetzt ist das Ding weg. Na, keine Angst, wenn das mal weg ist, dann ist es wieder da, wo ich es bekommen habe. Ich glaube, das muss ich mir erst ein bisschen später holen. So, was haben wir denn hier noch? Oh mein Gott, ein riesiger Felsen. Hauruck! Hauruck! Das ist seltsam. Mein Geist will wirklich diesen Felsen bewegen, aber mein Körper kann einfach nicht. Meine Schultern sind wie Blei. Es ist wie verhext oder so etwas. Oh, weia. Neue Gegner, hä? Und Schlitz. Verbraucht Chinakohl. Sehr einfach, aber lecker für den Magen wenig. So. Und Kraftstreich. So, der Typ hier ist ein bisschen stärker. So, wenn der nämlich jetzt so draußen sich schützt, muss man einen Kraftstreich machen, dass man ihn wieder angreifen kann. So. Und Achtung, wenn er in der Luft ist, noch einen Kraftstreich. Zack, und die Mondzahn habe ich gerade bekommen. Yeah, geil. Und ein richtig perfekter Kampf. Und 30 Glückspunkte gibt's auch noch. Geil. Du hast Glück erhalten. Wow, Emmy, du hast plötzlich angefangen zu leuchten. Das bedeutet, deine göttlichen Attribute können verbessert werden. Nun, du siehst aber begeistert aus. Hier, ich werde dir zeigen, was ich gemeint habe. Lass uns mal einen Blick auf das Verbessern deiner göttlichen Attribute werfen. Ich werde das Fächermenü öffnen. Dort wirst du deine göttlichen Attribute sehen. Nutze das gesammelte Glück, um ein Attribut einer Wahl zu verbessern. So, das habe ich ja eh schon im letzten Part mal ganz kurz gezeigt. Das Fächermenü eben, wo ich meine Attribute jetzt verbessern kann. Weil jetzt habe ich ja zumindest entweder für Solarenergie oder für die Tinte genügend Glück. Ich weiß gar nicht, was soll ich zuerst verbessern? Solarenergie oder Tinte? Meine Tinte wäre fast wichtiger in meinen Augen, weil die geht mir ja ziemlich schnell aus. Also nehme ich wirklich zuerst Tinte und Solarenergie mache ich erst später. So. Tada! Jetzt habe ich ein viertes Tintenfass bekommen. Nun, fällt dir alles langsam wieder ein? Hä? Bemerkt man so eine kleine Verbesserung überhaupt? Ach komm schon, Fehlknäuel. Das ist ein großer Schritt für die neue und verbesserte Amaterasu. Streng dich weiter voll an. Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Wir sollten diesen Typen lieber überprüfen. Ah, ich fühle mich leicht wie eine Feder. Nur leider hilft das gar nichts, um diesen Felsen zu bewegen. Wer hätte eigentlich den einzigen Weg hier raus blockiert? So gibt es keine Möglichkeit, zurück in die Stadt zu gelangen. Sag mal, weil dein Besitzer lebt hier im Dorf, oder? Dann kennst du also diesen Kerl Susano. Kannst du ihn vielleicht hierher bringen? Man sagt, er sei ein Nachfolger des legendären Nagi. Wenn irgendwer etwas tun kann, dann bestimmt er. Das ist seltsam. Dieser Felsen war vorher nicht hier. Hm, dann hat ihn irgendjemand hier eher platziert, aber wie soll denn das gehen? Okay, aber der Pfeil zeigt schon mal an, wo ich hin muss. Meine Güte, er schnarcht wie ein Bär. Das ist das Zuhause des zweitklassigen Kriegers mittleren Alters Susano. Er erzählt überall rum, dass er ein Nachfahre von Nagi sei. Er ist berühmt für seine Abstammung, aber er ist zu unglaublich faul und durchgetreten, Nachfahre eines legendären Helden zu sein. Tja, ob das jetzt stimmt oder nicht, das sei mal dahingestellt. So, aber jetzt weiß ich noch, jetzt muss ich mir diese Sake-Flasche holen von Kushi. Weil die ist nämlich für Susano. So, hier. So, da ist das Zeug wieder. Schwupps, gehört mir und... Wartet.
Oh, wie süß, wir werden gestreichelt. Das ist so lieb. Ich sage, dieses Spiel ist so wunderschön und toll gemacht. Diese Detailverliebtheit und alles. Wie gesagt, der Grafikstil ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber ich persönlich finde, das passt richtig super gut zu diesem Spiel. So. Dann gehen wir jetzt mal Susano besuchen. Hä? Hier ist denn niemand? Hey! Bin nur ich das oder kannst du auch ein Schnarchen von dort unten unter dem Krug hören? Ach so, na dann, Kraftstreich. Zack. Aha. Oh mein Gott, der pennt hier wirklich. Ich bin der Größte. Oh, Kushi, lass uns... Jetzt weck den Typen schon auf. Aufstehen! Ja, was zur Hölle? Ja. Hä? Ja, ich fühle mich so ausgeruht. Ich wollte unterirdisch meditieren, aber bin wohl eingeschlafen. Hä? Wer bist du? Und was willst du von... Susano, dem größten Krieger aller Zeiten? Der große Krieger Susano. Wissen jetzt sogar schon die wilden Tiere von meinen großen Taten? Nun, Bello, ich bin gerade nicht auf der Suche nach einem Schüler. Geh zurück in die Berge und spiel mit deinen Affenfreunden. Wie kann ein räudiger Hund wie du es eigentlich wagen, mich bei meiner Meditation zu stören? Siehst du diesen Typen? Alles Muskeln und kein Gehirn. Hör auf, Blödsinn zu machen und komm mit uns mit! Du hast dich schon wieder hier reingeschlichen? Hör auf, mich zu nerven, du Laus. Ich hab dir gesagt, du sollst mich nicht Laus nennen. Komm schon, Emi. Wir nehmen ihn mit uns. Ja, was glaubst du, was du da machst? Lass mich sofort wieder runter. Was wollen denn die Nachbarn denken? Alter, ist das geil. Wir haben ihn hier voll so... Wow. Okay, ja, wenn du nicht anders willst, dann kommst du eben so mit und... Ey, wieso hänge ich denn fest? Achso, ich kann nicht springen, wenn ich ihn auf den Rücken habe, irgendwie logisch. So, komm. Raus hier. Hey, Mann! Du sollst hier raus, verdammt! Nicht runterfallen! So, ich glaube, ich muss ihn erstmal zu dem... Ja, zu den Felsen bringen. Oh, da sind Häschen, die kann ich auch füttern. Du räudiger Hund, du hast mich den ganzen Weg hierher gebracht, nur um dich mit mir zu messen? Dann bereite dich mal darauf vor, von meiner treuen Klinge Tohemboku zu spüren zu bekommen. Warte einen Moment. Bist du der legendäre Susano? Das ist richtig. Niemand anders als Susano, der größte Krieger aller Zeiten. Und du übrigens unterbrich niemals Krieger in der Hitze des Gefechts. Aber ich muss dich um einen Gefallen bitten. Dieser gewaltige Fels, der den Weg versperrt, ist wirklich im Weg. Kannst du nicht irgendetwas unternehmen? Was? Komm schon, bitte. Ich dachte, du wärst der Nachfahre von Nagi, oder? Ein Stein ist doch sicher keine Herausforderung für deine unglaublichen Kräfte, oder? Das steht sicherlich in meiner Macht. Wirklich? Großartig. Okay, dann keine Zeit zu verschwenden. Tu es einfach. Warte. Ein Felsen dieser Größe ist nicht so einfach, sogar für mich. Das verlangt meine totale Konzentration, um die Kraft meines Schwertes zu fokussieren. Ich werde zum Trainingsplatz zurückgehen und Vorbereitungen treffen. Warte auf meine Rückkehr. Ich frage mich, ich habe den Typen noch nie ernsthaft trainieren sehen. Niemals. Tja. Was soll ich dazu jetzt großartig sagen? Ich glaube, ich sollte lieber den Part beenden. Es ist schon wieder an der Zeit. Dort drüben ist er jetzt. Susano, er scheint nicht unbedingt zu trainieren. Zumindest sieht mir das jetzt nicht gerade danach aus. Ich werde hier jetzt nochmal speichern, natürlich. Und dann ist auch mal wieder Schluss. Und im nächsten Part werden wir dann gucken, ob Susano wirklich diesen riesigen Felsen beseitigen kann oder nicht. Also überschreiben. So, wie lange habe ich denn jetzt schon wieder gespielt insgesamt? Eine Stunde 50 schon. Naja, fast schon 2 Stunden. Okay, also dann. Das war's mal wieder mit Okami und bis zum nächsten Mal mit Amaterasu Isun und Susano. Also, tschüssi, bis zum nächsten Mal.